Hi Leute, Forti hier. Eben Feierabend gemacht. Ich arbeite ja im Homeoffice. Und dann dachte ich mir, was gibt es Schöneres, als sich ein krasses CSGO Overwatch anzuschauen? Und da haben wir es. Und das Suspect auf das zweite. Der erste Shot, also das war jetzt der zweite, aber der erste an der Ecke war ja auch schon interessant, wie er hingehüpft war. Für meine Begriffe zuckt auch das Cross hier so ein bisschen. Aber also nicht einfach, also es sieht jetzt nicht nach einem gewöhnlichen Aimbot aus, so, sondern es sieht irgendwie, ich kann mich aber irren, es sieht für mich nach einem Aimlock aus, weil das Crosshair so eine kurze Millisekunde vorm Schuss quasi kurz drauf fliegt auf das Model des Gegners und danach erst geschossen wird. Ja, ich kann mich aber irren, bin da sowieso, ich habe noch nie gecheatet. Ich habe es natürlich auch nicht vor, ich finde es einfach nur lustig, dass es so viele, dass die Population der Cheater in CSGO weiter steigt und wächst und gedeiht. Boom, ins Gesicht. Ja, also er guckt ja ganz zufällig die Leute dagegen durch die Mauer an, schießt. Ich meine, der Schuss ist okay, aber manchmal, also so bildet man sich ja irgendwie ein, so wie der Gegner schon umfällt irgendwie und so krass, weiß ich nicht, fast eine Rückwärtssalto macht, während er eigentlich einen Headshot kassiert, wirkt das quasi schon als wäre das irgendwie unnatürlich. Also natürlich kann man sich das irgendwie einbilden, aber weiß ich nicht. Manchmal hat man das Gefühl, oh okay, das muss einfach allein schon vom Verhalten des Gegners, so wie er umfällt, ein Cheat sein irgendwie, weil er so unnatürlich fliegt. Aber ja, wir haben hier auf jeden Fall den nächsten Simple am Start, würde ich vermuten. Weiß nicht, ob es sich lohnt, auch sein richtiges Steam-Profil anzuschauen. Ja, auf jeden Fall weiß er ziemlich genau. Jetzt hört man die Steps, aber er weiß natürlich ganz genau. Er ist trotzdem schlecht, aber er weiß ganz genau durch die Mauer natürlich, wie er den, dem entgehen kann sozusagen. Also nicht direkt facen, sondern gucken, dass er dann halt durch die Mauer läuft, nicht durch die Mauer, durch die Door läuft und dann halt hinterher und so. Ist ein Langspieler. Ja, also er fliegt auf jeden Fall ins Gesicht. Er hat seine Headshot-Rate auch schon hart auf Kopf eingestellt. Hat bislang einmal geaced, 3x4K, 3x3K. Wer hat solche Stats nicht? Außer irgendwelche Global oder was weiß ich, ein bisschen High-Rank-Smurfer. Eigentlich normale Spieler selten, glaube ich. Allein von den Stats her. Aber unabhängig davon sehen wir natürlich schon, was hier los ist. Und wir machen auch, da habe ich ja auch selber irgendwie immer ein bisschen schon größere Lust drauf, einfach mal eine Case aufzumachen am Ende des Videos und zu schauen, ob da auch mal was Krasses kommt. Heute kommt auf jeden Fall eine Case, die ich vorher, ich glaube, noch nie aufgemacht habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber ich glaube, entweder ist das die Premiere quasi für mich, dass ich diese Case aufmache, oder ich habe die super, super, super selten aufgemacht. Welche das ist, erfahrt ihr natürlich am Ende des Videos. Ich habe auch so noch ein paar andere Ideen so für zwischendurch, für so ein Overwatch oder vielleicht fürs Ende oder so. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr generell Bock drauf hättet. Also früher zum Beispiel habe ich ja auch ab und zu so Intros mit Gitarre oder auf der Gitarre eingespielt mit so Reimen, so rein gesungen, Popstar-mäßig natürlich. Er schießt weiter hier Headshots. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr Bock hättet, dass ich dann zum Beispiel irgendwie eine Melodie oder irgendein Lied anspiele, ganz kurz, vielleicht, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so. So als Ausklang eines Overwatch-Videos beispielsweise. Und ihr dann in den Kommentaren erraten müsst, was ist das eigentlich? Kennt ihr dieses Lied oder ne, was spiele ich da eigentlich? Also ist nur eine Idee, ich weiß noch nicht, ich habe noch gar nicht angefangen mit irgendwelchen Aufnahmen oder sonstigen. Aber ich dachte, es könnte ganz lustig sein, zumal ich halt jetzt in letzter Zeit mich ja wieder ein bisschen mehr mit der Gitarre beschäftige und befasse. Und so trifft das, wie nennt sich das?
Schönes mit Nützlichem verbinden. So. Kennt ihr das? Also vielleicht heißt das auch ein bisschen anders, der Spruch, aber naja, wer weiß das schon so genau. Genau. So, er läuft jetzt hier Richtung B, weil er natürlich die Gegner da erwartet. Also, seht ihr, was ich meine? Er lockt sozusagen erst mit dem Crosshair drauf und so eine halbe Sekunde später erfolgt dann der Schuss. Eigentlich gefühlt vom ersten oder zweiten Schuss mit der AWP. Hat er überhaupt schon mal eine neue AWP gekauft? War er tot? Keine Ahnung, ich habe nicht darauf geachtet. 41 Frags. Ja gut, ich meine, wenn ich theoretisch für mich quasi innerlich mit dem Fallschirm abgeschlossen habe, dann habe ich irgendwie auch wenig Lust, da jetzt auch jede einzelne Situation, jeden Schuss zu bewerten und genau zu prüfen, weil es ist ja irgendwie auch klar, ne, was wir hier vor uns haben. Es ist halt schade natürlich, dass er hier sonst relativ auffällig ist und gar keine Skins hat und so weiter. Das erhöht immer so ein bisschen die Spannung. Aber ich habe euch ja auch so ein paar Fragen gestellt. Und das wäre echt cool, wenn ihr auch vielleicht darauf reagieren könntet, also einfach mir eure Meinung dazu schreibt. Und er hat jetzt nochmal 4K und nochmal ein 3K gemacht, im Vergleich zum letzten Mal, als ich drauf geguckt habe. Also er guckt halt einfach gnadenlos durch Wände. Auch wenn er nochmal geschossen hatte. Okay. Na, oh, jetzt mal eine andere Waffe. 43 Frags, wer hat es nicht? Also ich habe das eigentlich auch so viele Frags nur, wenn ich früher mal gesmurft hatte, gemacht. So normalerweise habe ich eigentlich selten über so 37, 38 Frags gemacht auf meinem Main. Aber wer bin ich schon? Ich meine, das meine ich auch wirklich ernst. So, zu Ende? Ne, nicht zu Ende. Nochmal ein 3K. Erstaunlich, immer wenn ich drauf gucke, macht er wieder einen Headshot, aber seine Headshot-Rate insgesamt ist jetzt eher gesunken. So, sein Peak-Verhalten verrät natürlich schon, dass es ein sehr starker Spieler ist. Könnt ihr ja in die Kommentare schätzen. Also meiner Meinung nach, wirklich ganz realistisch betrachtet oder geschätzt, würde ich sagen, der Spieler ist vielleicht Gold Nova 3. Wenn es hochkommt. Aber nicht selten natürlich, also allein schon wegen dem Cheaten kann das natürlich auch ein höher leveliger Rang sein irgendwie. Ja, wie er einfach reinlockt. Also meiner Meinung nach spielt er echt mit Aimlock irgendwie. Weil er halt irgendwie immer ins Gesicht lockt. ja, schön. Unentschieden hier geholt. Wir haben tatsächlich letzten Freitag auch gespielt und haben einmal unentschieden und einmal gewonnen. Hat sich tatsächlich ganz gut angefühlt, wenn man ein paar Leute dabei hat, die einfach das Match carryen können und dass man halt nicht immer, ne, wenn man halt selber empfindet, wow, nicht, wenn man sich nicht in der Lage fühlt, okay, also das Match, irgendwie ist es hart gerade, vor allem wenn wir 2 Wochen nicht spielen und dann wieder mal einen Abend spielen. Und es ist halt schön, Leute dabei zu haben, die das Match so ein bisschen in die Hand nehmen können und so ein bisschen, ja, vielleicht mal 30 Frags oder so, oder knapp 30 Frags machen und schöne Ansagen machen und ja. Genau, bevor wir hier alles beenden, also das Overwatch, gleich kommt die One Case, One Knife Challenge und vorab nochmal die Info für euch, wer einfach Bock hat, sich im Discord mit uns irgendwie auszutauschen, vielleicht nach Mitspielern zu suchen oder einfach zum Spaß einfach quatschen und so weiter, das machen wir irgendwie auch ganz gerne. Kommt gerne auf den Discord. Dieser ist jetzt noch wirklich schön klein und kuschelig, weil er wurde irgendwie, wie nennt sich das in der Fachsprache, genugt durch so ein dummes Kind, dem ich irgendwie vertraut hatte, weil, und es hatte mich irgendwie angelogen, der Typ. Ich habe ihm die Modrechte gegeben und er hat halt irgendwie alle gekickt und so weiter. Deswegen ist der Server jetzt noch ein bisschen, ja, wie gesagt, klein, familiär und kuschelig. Aber schön, wenn ihr auch vorbeikommt. So, jetzt hier. Also irgendwelche Other External Assistants haben wir nichts gesehen. Griffin haben wir theoretisch auch nichts gesehen. Und jetzt schnell die Case.
Es ist die Fracture Case, genau. Ich bin mir nicht sicher. Weiß das jemand von euch? Habe ich schon mal eine Fracture Case aufgemacht? Geht los. Ist die was wert, die Mainframe? Wahrscheinlich nicht, ne? Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut da rein und bis denn. Kommt auf den Discord.